Die Welt ist reich an Eindrücken und Emotionen, doch für hochsensible Menschen kann sie bisweilen zu einem überwältigenden Ort voller Lärm und Chaos werden. Die Gaben und Herausforderungen der Hochsensibilität machen sie zu Individuen, die die Welt auf eine einzigartige Art und Weise wahrnehmen. Doch es gibt Sätze, die hochsensible Menschen nicht mehr ertragen können, denn sie spiegeln oft Missverständnisse und Vorurteile wider. In unserem heutigen Video tauchen wir ein in die Welt der Hochsensibilität und beleuchten 6 Sätze, die diese besonderen Menschen oft hören und die sie einfach nicht mehr hören wollen. Bist du bereit, die Welt der Hochsensibilität zu erkunden und zu verstehen? Warum diese Sätze so problematisch sind, das erklären wir dir jetzt. Wenn du noch nicht Teil unserer großartigen Community bist, dann laden wir dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um keine spannenden Videos mehr zu verpassen. Nummer 1. Reiß dich doch mal zusammen. Die Erwartung, dass hochsensible Menschen ihre Gefühle unterdrücken oder sich zusammenreißen sollen, ist ein Satz, den sie nicht mehr ertragen können. Hochsensible Menschen erleben Emotionen oft intensiver als andere und das ist Teil ihrer Natur. Sie können nicht einfach aufhören, so zu empfinden, wie sie es tun. Dieser Satz führt oft dazu, dass sich hochsensible Menschen missverstanden und isoliert fühlen. Sie sind sich bewusst, dass sie mit ihren Emotionen sensibler umgehen, aber sie sind nicht bereit, ihre Authentizität zu opfern. Für sie ist das Zusammenreißen gleichbedeutend mit der Verleugnung ihrer eigenen Identität. Es ist, als ob man von einem Künstler verlangen würde, seine kreative Ader zu unterdrücken oder von einem Vogel nicht mehr zu fliegen. Die Realität ist, dass hochsensible Menschen lernen, mit ihren Gefühlen umzugehen und diese in positive Handlungen umzuwandeln. Sie können empathisch, mitfühlend und einfühlsam sein, Eigenschaften, die in der heutigen Welt dringend gebraucht werden. Statt zu verlangen, dass sie sich zusammenreißen, sollten wir ihre Gabe der emotionalen Intensität schätzen und anerkennen. Es ist Zeit, die Einzigartigkeit hochsensibler Menschen zu feiern und von ihrer Tiefe und Sensibilität zu lernen. Satz Nummer 2. Du bist zu empfindlich. Die Aussage, dass hochsensible Menschen zu empfindlich seien, impliziert, dass ihre Sensibilität ein Manko sei. In Wirklichkeit ist Hochsensibilität eine besondere Gabe, die dazu führt, dass sie die Feinheiten der Welt wahrnehmen und tiefere Verbindungen zu anderen Menschen eingehen können. Diese Bemerkung führt oft dazu, dass sich hochsensible Menschen unzulänglich fühlen. Hochsensible Menschen sind wie emotionale Schwämme, die Energie und Emotionen um sich herum aufsaugen. Sie sind in der Lage, subtile Nuancen und Stimmungen wahrzunehmen, die anderen entgehen. Diese Sensibilität ermöglicht es ihnen, Mitgefühl und Verständnis für die Gefühle anderer zu entwickeln. Sie sind oft diejenigen, die in schwierigen Situationen Trost und Unterstützung bieten können, weil sie so tief empfinden. Die Vorstellung, dass Hochsensibilität ein Zeichen von Schwäche ist, könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Sie erfordert Stärke und Mut, da hochsensible Menschen oft mit einer Fülle von Eindrücken und Emotionen konfrontiert sind. Statt sie als zu empfindlich abzustempeln, sollten wir ihre einzigartigen Fähigkeiten und ihre Fähigkeiten zur Empathie würdigen. Hochsensible Menschen sind keine Opfer ihrer Empfindsamkeit, sondern vielmehr Bereicherungen für die Welt um sie herum. Satz Nummer 3. Stell dich nicht so an. Die Aufforderung, sich nicht so anzustellen, ist eine, die hochsensible Menschen nur allzu oft zu hören bekommen. Doch für sie ist diese Botschaft alles andere als hilfreich. Hochsensible können subtile Veränderungen und feine Nuancen in ihrer Umgebung wahrnehmen, die anderen möglicherweise vorenthalten bleiben. Ihre Sensibilität ermöglicht es, sich tiefer mit den Emotionen und Stimmungen um sie herum auseinanderzusetzen. Wenn sie aufgefordert werden, sich nicht so anzustellen, führt dies oft dazu, dass sie sich unverstanden und isoliert fühlen. Es ist, als ob ihre Fähigkeit, die Welt auf eine tiefere Weise wahrzunehmen, abgewertet wird. Doch diese Sensibilität ist ein Geschenk, das sie zu einfühlsamen und fürsorglichen Menschen macht. Satz Nummer 4. Warum reagierst du so emotional?
Hochsensible Menschen reagieren oft intensiver auf emotionale Situationen, weil sie tiefer in die Gefühlswelt eintauchen. Sie sind wie emotionale Schwämme, die Stimmungen und Schwingungen um sich herum ganz tief aufsaugen. Dies bedeutet nicht, dass sie überreagieren. Im Gegenteil, ihre emotionalen Reaktionen sind oft angemessener und authentischer, da sie in der Lage sind, diese Empfindungen wahrzunehmen, die anderen verborgen bleiben. Die Frage, warum sie so emotional reagieren, drückt oft ein Missverständnis darüber aus, wie Hochsensibilität funktioniert. Statt Hochsensibilität als Schwäche zu betrachten, sollten wir ihre Gabe der tiefen Empathie schätzen und respektieren. Hochsensible Menschen sind oft diejenigen, die in schwierigen Zeiten Trost und Unterstützung bieten können. Ihre emotionalen Reaktionen sind ein Zeichen von Stärke und Mitgefühl, und es ist an der Zeit, diese zu schätzen. Satz Nummer 5. Du musst lernen, härter zu werden. Der Druck, härter zu werden oder ein dickeres Fell zu bekommen, ist etwas, was hochsensible Menschen auch sehr oft zu hören bekommen. Dieser Ratschlag drückt ein Missverständnis darüber aus, dass Hochsensibilität eine Schwäche sei, die überwunden werden müsse. In Wirklichkeit ist es aber, wie wir schon festgestellt haben, eine Gabe, die es hochsensiblen Menschen ermöglicht, die Welt besonders auf eine andere Art und Weise zu bereichern. Die Vorstellung, dass Hochsensibilität bedeutet, dass man sich zu dünnhäutig fühlt, ignoriert die Tatsache, dass diese Menschen eine besondere Verbindung zur Welt und anderen Menschen haben. Sie sind nicht gebrochen und müssen repariert werden. Stattdessen sollten wir sie schätzen und ihre Stärke erkennen. Satz Nummer 6. Warum nimmst du alles so persönlich? Die Bemerkung, dass sie alles so persönlich nehmen, kann dazu führen, dass sich hochsensible Menschen in ihren emotionalen Reaktionen in Frage gestellt fühlen. Doch in Wahrheit sind ihre Fähigkeiten ihre größten Stärken. Statt sie zu drängen, weniger persönlich zu nehmen, sollten wir ihre einfühlsame Natur schätzen und anerkennen, dass sie die Welt zu einem mitfühlenderen Ort machen. Unser heutiges Fazit: Hochsensible Menschen sind keine Opfer ihrer Empfindsamkeit, sondern vielmehr Bereicherungen für die Welt um sie herum. Die Aussagen, die sie nicht mehr ertragen können, sind ein Spiegelbild der Missverständnisse und Vorurteile, die in unserer Gesellschaft existieren. Es ist an der Zeit, diese Vorurteile zu überwinden und ihre einzigartigen Gaben zu schätzen. Ihre Empathie und ihr Mitgefühl sind ein Geschenk, das die Welt dringend braucht. Es ist an der Zeit, hochsensible Menschen in unserer Gesellschaft zu unterstützen und zu ermutigen, so zu sein, wie sie sind, und dass das in Ordnung ist. Nur so können wir eine Welt schaffen, die einfühlsamer und mitfühlender ist. Eine Welt, in der Hochsensibilität als Gabe und nicht als Last betrachtet wird. Vielen Dank und bis bald.